Hallo meine lieben Freunde, ich bin's wieder, euer Robin Hood. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, das freut mich. Grüße gehen raus an alle meine Abonnenten und natürlich auch an neue Zuschauer. Ja, neueste Folge Forza Horizon 5. Wir haben heute den 15.11. immer noch, 22 Uhr. Ja, gleich zu Anfang möchte ich euch noch was zeigen, das werde ich jetzt die ganzen nächsten Folgen euch zeigen. Falls ihr das nicht wisst und das Spiel selber spielen wollt, seht schon... Willkommen zurück, Boogeyman. Kennt ihr den Boogeyman? Manche bestimmt schon. Ja, und ihr seht, wie viel Kohle wir schon haben. Denn, einen Moment, das können wir hier, glaube ich, nicht machen. Wir gehen mal kurz so. Batman und der Joker. So, wollen wir mal schauen. Ach nee, da ist eine Kakteen davor. Ja, hau ab, Mann. Ja. So, es geht jetzt um die Automeisterung. Das wird euch bestimmt gleich gut gefallen, was ich euch jetzt zeige. Ja, das passt perfekt. Wir haben jetzt 5 Punkte. In der letzten Folge haben wir sehr viele Wheelspins gemacht. Hier sehen wir jetzt ja ein normaler Wheelspin. Da braucht man aber am Ende mehr Punkte und der Wagen ist auch teurer. So, wir kaufen jetzt. Wir müssen wohl erstmal wieder... So. So, dann geht ihr einfach auf Autos kaufen, einmal mit dem linken Button komplett auf Z zurück und dann ein weiter und dann habt ihr diesen Jeep. So, der kostet 40.000 Credits. Ob das eine Rolle spielt oder nicht, einfach die Standardfarbe kaufen. So. Ein Moment. So. Jetzt gehen wir einfach auf Fahren. Boah, wie der tief hinten runter geht. Wie ein Käfer oder eine Ente. So. Und jetzt einfach auf Autos. Automeisterung. Und hier seht ihr schon, wir kriegen hier einen Super Wheel Spin. Und ja, es kann auch mal in die Hose gehen, aber meistens kriegt man da geile Sachen. So, wir müssen einmal den nehmen und hier 3 Stück. Wünscht mir Glück. Ja. Na, ihr seht schon, wie gesagt, also ein legendäres Auto hatten wir noch nicht. Das Auto hat jetzt 40.000 gekostet. Da würde ich mal sagen, haben wir das durch einen Raptor schon wieder raus. Ja, und nochmal 125.000 Credits. So, das haben wir schon 1,2 Millionen. Und das hat der YouTuber, von dem ich das weiß, auch gesagt, dass die Entwickler das so wollten. Ne? Diese Möglichkeiten gab es ja auch schon beim vierten Teil. Bloß nicht mit so einem günstigen Wagen und auch nicht für so wenig Punkte ein Super Wheel Spin. Ja, es gibt da auch noch einen Glitch. Den zeige ich euch jetzt aber nicht. Den werde ich selber auch nicht machen. Man kann es machen, da passiert nichts. Aber es ist mir zu kompliziert.
Dann da muss man eine Sprungschanze aufbauen und so. Und mit Zurückspulen arbeiten und sowas alles. Dann kriegt man sehr viele Punkte hier. Ne, wir haben jetzt ja keine Punkte mehr. Wir brauchen insgesamt 5 Fähigkeitenpunkte. Aber das geht schnell. Ja, gut, meine lieben Freunde, da habt ihr jetzt was gelernt. Und so machen wir das jetzt auch immer. Ja, alles klar. Ne, einen kleinen Wheelspin haben wir nicht. Mal gucken, was hier jetzt los ist. Neuigkeiten. Geschenke. Pass mal auf. Okay. Oh, ein Spider. Das ist hammergeil. Ja, gut. Ich krieg immer 300.000 Credits durch ein Forza Hub. Das ist eine App von Windows 10 und da wird seit 2007 alles, was ich an Forza früher gespielt habe, gespeichert. Bloß, es funktioniert noch nicht beim fünften Teil. Beim vierten Teil hat es funktioniert. Und bei allen anderen Teilen kriege ich auch immer Geld. Naja, gut, das weiß ich noch nicht, warum das so ist. Hier muss man mal reinschauen. Ach so, dann muss man dahin. Weil es gibt jetzt auch Gebrauchtwagen. Das ist natürlich auch interessant. Ja, gut. Wieder rein hier. Man hört richtig die Federung. Und jeder Wagen hat jetzt auch einen anderen Sound. Und durchs Tuning wird der Sound auch verändert. Wir wollen sie aber serienmäßig haben. Und wir arbeiten uns ja seit den letzten ganzen Folgen bei BMW erstmal durch. Bis wir die alle haben. Es sei denn, da ist einer, der zu teuer ist, dann nehmen wir ihn nicht. So, wir hatten in der letzten Folge, ich glaube, der ist im Besitz. Ja, den M2, das war der M2, den er auch gerade gesehen hat. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt den M4. Ja, genau. Ich sage es immer wieder, aber ich mag am liebsten immer Manga. Oh, was hat er denn da für ein Bild drin, Alter? Ach, und er hier, ne? Ihn kennen wir, ne? Hab nicht ganz geliefert, das, was wir haben wollten von ihm, ne? Na gut, das wissen wir jetzt. So, hier ist wieder Manga. Wird nicht gefolgt. Dann werden wir schon mal folgen. Und das mal anschauen. Das wird unser bester BMW bis jetzt. Aha. Ja, aber das ist eigentlich von jemand anders genommen worden. Aber hier steht bestimmt nicht das von. Moment. Oh. Nee, das kenne ich nämlich schon. Aber da stand ein YouTube-Kanal drauf. Und dann würde ich sagen. Das war ziemlich am Anfang. Nee. Ja, hier das hier, aber das ist ja. Das sieht ja nach nichts aus. Schauen wir uns das mal an. Ja, das ist auch Manga. Ja. Für die Knarre in der Hand, ja, das sieht geil aus. Dann werden wir dem Ersteller auch folgen. So. Na, dann fahren wir meistens immer 2 Rennen mit jedem Wagen. Kaffee ist gut geworden.
Nee, haben einen Fehler gemacht. Da war ich zu schnell. Wir wollen natürlich jeden BMW. Wir wollen jeden BMW auch von drinnen noch sehen. Und im Forza Vista meine ich jetzt, ne? Das hat mir vorhin ein guter Freund gesagt, mit dem habe ich jetzt wieder Kontakt. Das Retracing ist nur im Forza Vista aktiv. Das wusste ich nicht. So, gehen wir in Forza Vista. Hier kann man die Motorhaube auch aufmachen. Okay. Ein bisschen was sieht man. Ich glaube, der hat einen Doppelturbo. Das weiß ich aber nicht. Der Kofferraum müsste sehr groß sein. Joa, da sollte ein Kasten Holz und Edel mit 32 Flaschen reinpassen. So, wollen wir uns mal das schöne Auto angucken. Schöne Kfz. Joa. Sehr luxuriös. So, und dann wollen wir ihn mal anschmeißen. Aber der Tacho ist auch Meilen. Gut, und jetzt führen wir das Schmuckstück aus. Die fahren sich auch wirklich sehr unterschiedlich. Mittlerweile. So. Ach, da würde ich sagen, machen wir erstmal die gleichen Rennen. Einmal das hier. Bei nächster Gelegenheit, Ende. Wow, 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 wow. In 100 Metern rechts abbiegen. Kreisverkehr, die erste Ausfahrt nehmen. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Du hast dein Ziel erreicht. Genau. Ist immer schön, wenn man Ziele erreicht. Und mal sehen, wie er sich schlägt. Den Schwierigkeitsgrad lassen wir jetzt immer auf sehr erfahren. Zeige ich euch nochmal. Start kommt natürlich der Audi am besten weg wegen Quattro. Wir lassen es immer auf sehr erfahren. Und mit Controller fährt sich das auch besser, wenn man die Lenkung auf Standard hat. Also so sieht das aus. Ohne Traktion, natürlich auch ohne Stabilität, das ist klar. ABS muss immer an sein, sonst müsste man die Bremsen einstellen. Bremsdruck. Ja, so lassen wir das.
Ja, mir ist schon Video nicht komplett gesperrt worden, aber also nicht überall verfügbar. Das liegt höchstwahrscheinlich an Liedern, die urheberrechtlich geschützt sind. Wenn das zu oft passiert in den Videos, dann werde ich die Musik komplett ausschalten. Es gibt ein Spiel, da kann man das so einstellen. Da hat man trotzdem die ganze Zeit Musik, aber nicht urheberrechtlich geschützte Lieder. Und das Spiel heißt Cyberpunk 2077. Da kann man das in Optionen einstellen. Weil das hat keinen Sinn, wenn das in den meisten Ländern nicht gezeigt wird. Und dann werden wir ohne Musik zocken. Hört man auch besser den Motorsound und so. So, dann werden wir jetzt das Rennen fahren. Obwohl, kann man das nicht auch fahren? Das sollten wir auch mal fahren. Das ist jetzt die Tuner-Szene. Und wir müssten auch. Ja, wir haben hier einen neuen. Das ist Straßenszene Außenposten. Jetzt haben wir was zum Schnellhinreisen. Das war sehr geil gemacht. So, dann werden wir das fahren. Seht schon. Apex, also Straßen. Moment. Also ist es das. Wir haben schon wieder. Wow. Ah, das geht mir auf den Sack. Mach mal aus. Moment. So. Deswegen fahre ich querfeldein, damit wir mehr Fähigkeitenpunkte bekommen. Kriegt man, glaube ich, mehr, als wenn man auf der Straße fährt. So, sind wir gleich da. In 400 Metern hast du dein Ziel erreicht. Sind wir mal gespannt. Uns hier erwartet. Nein. Ach ja, nee. Ach Mensch, wir wollen das nicht ändern. Wieso überdurchschnittlich? Nee, mehr. Sehr erfahren. Und dabei soll es auch bleiben, sonst sind die Ergebnisse verfälscht. So lassen wir das. Bestimmt im Dunkeln, ne? Straßenszene. Boah, der Porsche, Alter. Oh, mit Gegenverkehr. Boah. Schwer ist er.
natürlich ganz andere Autos mit dabei. Und in der Straßenszene fährt man natürlich auch mit Verkehr. Und das ist ja logisch. Aber ist geil. War auch eine geile Strecke. Ja, der Dykon, ist er hier drin? Nee. Der ist auch schon Level 10. Bloß der Dykon, mit dem werde ich auch hier zusammen zocken im Multiplayer. Der muss viel arbeiten. Einen Moment. So. Mal gucken, ob wir jetzt ein Podium bekommen. Nee. Erfahrung. Kohle. So. Ökologisch, ja, das fehlt auch gerade noch. Da muss ich tierisch lachen, Alter. So. Wie viele Punkte haben wir jetzt? Ja, okay, das ist jetzt pro Folge vielleicht nur ein Punkt. Wir brauchen ja 5 Punkte für einen Super Real Spin. Da hatte natürlich der YouTuber diesen Glitch. Aber den werde ich trotzdem erstmal nicht machen. Guck mal hier, dieses Auto hat auch einen Super Real Spin, aber da braucht man viel mehr Punkte. Und man muss natürlich den Wagen noch kaufen und der kostet fast 100.000. Aber wir haben 4 Stück. Also das würde ich sagen, machen wir zu Anfang der nächsten Folge. Weil manche Leute gucken ja nicht das ganze Video. Braucht ihr auch nicht. Ihr könnt das so gucken, wie ihr das wollt. Ja, dann würde ich sagen, ich zocke gleich weiter. Bloß muss jetzt die Maus. Sonst seht ihr meine Taskleiste. Ich hab gerade Desktop-Aufzeichnung. Ja. Gut, meine lieben Freunde. Das war die neueste Folge Forza Horizon 5. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich ja freuen, wenn ihr es noch nicht wusstet mit den Real Spins. Was ich ja zu Anfang der Folge gesagt habe. Ja, dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood. Bye, bye.